Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Besonders sensibel reagieren Mütter und Väter, wenn es um die Gesundheit von ihrem Liebling geht. Die Sicherheit bedeutet ihnen viel bei der Ernährung und das mit Recht. Nicht nur der Gesetzgeber erlässt darum für Babynahrung strenge Vorschriften, auch Coop ist kritisch bei der Auswahl und führt nur die besten Produkte im Sortiment. Nicht umsonst kaufen immer mehr junge Eltern Kindernahrung bei Coop. Weil die Lebensmittel aber nur so gut können sein wie die Umwelt, wo sie herkommen, setzt man bei Galactina konsequent auf den biologischen Anbau. Der Galactina Bio-Gemüsteller gibt durch einfaches Anrühren kaltreiche, würzige Mahlzeiten für Säugling und Kleinkind. Sämtliches Gemüse ist aus rein biologischem Anbau mit Knospengarantie kontrolliert von der Vereinigung der Schweizerischen Biologischen Landbauorganisationen, VSBLO. Auch die Milch im Humana 3 Plus stammt ausschließlich von Bio-Bauernhöfen, die von der VSBLO kontrolliert werden. Die Milchkühe werden artgerecht gehalten, können regelmässig weiden und das Futter ist auf dem eigenen Betrieb biologisch angebaut worden. Gesunde Babynahrung serviert Galactina aber auch im Glas. Die Erfahrung und die Qualitätssicherung garantieren, dass Babys und Kleinkinder gesund ernährt werden. Auch bei diesen herrlichen Gläsli-Mahlzeiten ist der biologische Anbau eine zusätzliche Galactina-Qualitätsleistung. Ebenfalls in den Coop-Läden vertreten ist Nestle, ein weiterer Spezialist für Kindernahrung. Muttermilch ist sicher die ideale Nahrung für das Baby. Nach der Stillzeit oder wenn zu wenig Milch da ist, empfiehlt Nestle eine Folgemilch wie Beba 2. Für Mütter, die Kuhmilch bevorzugen, gibt es eine bewährte Alternative, Lacto Plus. Kuhmilch ist zwar die ausgewogene Ernährung für das Kälbli, das Kind braucht aber zusätzlich ein paar unentbehrliche Zutaten in seiner Milch, wie Eisen, Linolsäure und Vitamin. Lacto Plus von Nestle macht aus der Kuhmilch eine vollwertige, ausgewogene Nahrung. Leicht verdaulich und gut sättigend, damit die kleinen Babys körperlich und geistig harmonisch wachsen können. Einer der wichtigsten Hersteller von Kindernahrung ist die bekannte Firma Milupa. Ihre Folgemilchnahrung Leguma dient vor allem dazu, beim Kind den Geschmackssinn zu entwickeln. Leguma ist sättigend, leicht verdaulich und schmeckt besonders gut. Und das Kind kann es nach dem Schoppenalter aus der Tasse trinken. Die Schadstoffgrenze ist bei Kindernahrung der Proportion entsprechend tiefer angesetzt. Der Milupa Milchbrei mit Früchten entspricht diesen extrem tiefen Wert. Er enthält alle Bausteine für eine gesunde Entwicklung und weil man den Milchfertigbrei nur mit Wasser anrühren muss, ist er besonders leicht in der Anwendung. Milumil 2 ist eine besonders sättigende Folgemilch. Sie wird nach 4 Monaten bis zum Ende des ersten Lebensjahres empfohlen. Die altersgerechte Folgemilch für anwachsende Kinder ermöglicht ganz nebenbei den Eltern eine ungestörte Nachtruhe. Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch für Kindernahrung ist Coop die richtige Adresse. Und fürs Kochen natürlich auch. Heute möchten wir Ihnen wieder einen besonders interessanten Vorschlag aus unserer Studioküche vorstellen. Richtig. Ich habe nämlich gefunden, es täte mal etwas Süßes wie Mandelgipfel ganz gut. Für die Füllung 200 Gramm Mandeln in der Mühle oder im Götter fein reiben, den Puderzucker dazugeben und mit 4-5 Esslöffel Rahm vermischen, bis eine knapp streichfähige Masse entsteht. Ein Päckchen Blätterteig zu einem grossen Rechteck auswählen, zuerst in 12 Felder teilen und dann nochmal jedes Rechteck diagonal halbieren. Dann die Füllung in die Mitte der Teigtrühe streichen, die Ränder mit Wasser einpinseln und den Teig zu Gipfeli aufrollen. Im vorgeheizten Ofen 10-15 Minuten backen, dann rausnehmen und mit einer Glasur aus Zitronensaft und Puderzucker bestreichen. Am besten sind die Mandelgipfel ganz frisch, also gerade nach dem Abkühlen. Das genaue Rezept finden Sie wie immer in allen Zeitungen auf der Seite von unserem Aktionsangebot. Viel Vergnügen! Den Blätterteig, den Sie für das Rezept brauchen, offerieren wir Ihnen zurzeit übrigens zum Aktionspreis, neben anderen Produkten natürlich, die Sie bestimmt gut brauchen können. Wie zum Beispiel Trauben Uva Italia. Ein Kilo gibt es bei Coop für nur 1,70. Zweimal 800 Gramm Coop Fondue, fix fertig, kostet nur 14 Franken. Und 2 Flaschen Palmolive Ultra Plus, Geschirrspülmittel, 6,90. Das Kilo gehacktes Rindfleisch kommen Sie über für nur 10,50. Außerdem offerieren wir Ihnen die reversible Textar Kinderjacke für 49 Franken.
Im Coop-Restaurant können Sie sich diese Woche mit einem feinen Menü verwöhnen. Spaghetti all'arrabbiata für unglaubliche 7 Franken. Mit diesen Aktionen bin ich am Schluss vom 40. Coop-Studio dieses Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.